Für Nietzsche fällt der Mensch mit solchen Hoffnungen auf eine höchste Idee, mit seinen Glaubensgrundsätzen und Wertvorstellungen, auf die Foppereien herein, die in seinem Denken, in seiner Vernunft begründet liegen. Die Vernunft operiert nach den Regeln der Sprache, also der Grammatik, und nach den Regeln der Logik. Doch genau deswegen ist sie in einem Käfig gefangen. Die Spielregeln der Vernunft überträgt der Mensch fälschlicherweise auf die Regeln der Welt, der Moral und seines Menschseins. Vernunft ist für Nietzsche aber nie absolut. Sie ist historisch bedingt, abhängig von allen möglichen Voraussetzungen. Nietzsche will diesen Käfig sprengen, aber er ahnt auch, dass der Mensch immer wieder in dieses Gefängnis zurückgeworfen wird. Der Philosoph Josef Simon urteilte in einem Aufsatz über Nietzsche: Ohne die Voraussetzungen der Logik, das heißt ohne Glauben an identische Dinge und an absolute Werte der Orientierung im Denken und Handeln, lässt sich nun einmal nicht denken. Und das heißt für bewusste Lebewesen auch nicht sein. In seine Kritik bestehender Wertvorstellungen, in seine Kritik an der Wissenschaft und Vernunft, bezog Nietzsche auch eine Kritik des herkömmlichen Wahrheitsbegriffes ein. Wie die Vernunft für ihn historisch bedingt ist, so ist die Wahrheit nicht absolut und nicht ewig. Wolfgang Müller-Lauter. Wahrheit ist für ihn etwas immer wieder neu zu gewinnendes, nichts Feststehendes, nichts, was man getrost mit nach Hause nehmen kann, wenn man davon gehört hat. Wahrheit entspringt für Nietzsche in seiner wesentlichen Bedeutung dem, was er Wahrhaftigkeit oder auch Redlichkeit genannt hat. Und von dieser Redlichkeit her müssen wir auch seine Rede vom Tode Gottes verstehen. Es geht ihm nicht darum, etwas zu zerstören, was von Bedeutung und von großer und erheblicher geschichtlicher Wirksamkeit gewesen ist. Vielmehr ist es so, dass er aus Wahrhaftigkeit heraus die Glaubwürdigkeit christlichen Gottesverständnisses zu bestreiten sucht. Und das Christentum war eben für ihn nicht wahrhaftig, sondern unredlich und verlogen. Der christliche Glaube ist von Anbeginn Opferung. Opferung aller Freiheit, allen Stolzes, aller Selbstgewissheit des Geistes. Zugleich Verknechtung und Selbstverhöhnung, Selbstverstümmelung. Einmal abgesehen von den Inhalten, in solchen Sätzen Nietzsches blitzen Sprachgewalt und Formulierungsgabe auf. Doch gerade dieser Stil macht es einem Leser nicht einfach. Da Nietzsche seine Philosophie nicht systematisch aufgebaut hat, also nie streng logisch und in nüchterner Prosa Gedanke für Gedanke aneinandergereiht hat, muss der Leser den roten Faden durch seine Schriften selbst ziehen. Nietzsche schrieb oft in Aphorismen, hielt also Gedankenblitze, Einfälle, kurz und in blendendem Stil fest. Obwohl der Leser dadurch selbst oft das Gefühl plötzlichen Begreifens hat, führt ihn Nietzsches Stil auch in die Irre. Denn Nietzsche setzt Ironie ein, arbeitet mit Widersprüchlichkeiten, verwendet Anekdoten und hält zudem viele Gedanken in Gedichtform fest, benutzte also literarische Mittel. Dies bedingt, dass bei der Interpretation, bei der Auslegung von Nietzsches Schriften mehr Spielraum gegeben ist als bei strenger und klarer formulierten, sachlichen Texten. Die Folge ist, dass es sehr viele verschiedene Auslegungen Nietzsches gibt. So sehen manche Interpreten in Nietzsche einen Irrationalisten, der Vernunft den Abgesang hält. Andere wiederum sehen in ihm einen Philosophen in der Tradition der Aufklärung. Professor Müller-Lauter kommentiert das so. Nietzsches Philosophie ist nicht nur in Bezug auf religiöse Vorstellungen als aufklärerische Philosophie zu bezeichnen. Er ist insbesondere in der mittleren Phase seines Schaffens ausdrücklich als Aufklärungsphilosoph bezeichnet worden und das zu Recht. Aufklärung, das heißt für ihn vor allem Vorurteile beseitigen, hinabdringen bis zu den Gründen unseres Verhältnisses zu Moral wie auch zu Wissenschaft. Wenn man Nietzsche als Irrationalisten bezeichnet, und das ist oft genug geschehen, so tut man ihm Unrecht. Wahr
daran ist lediglich ein Moment, nämlich das, dass er die Gründe der Wirklichkeit nicht als in sich vernünftig ansieht. Andererseits aber will er gerade mittels der Vernunft den irrationalen Bodensatz der Wirklichkeit zu durchdringen versuchen. Gerade damit aber lässt sich sein Ausruf »Gott ist tot« in Verbindung bringen. Denn für Nietzsche war das Christentum ein Bestandteil dessen, was Professor Müller-Lauter soeben als irrationalen Bodensatz der Wirklichkeit bezeichnet hat. Was ist der Kern Ihrer Lehre, Herr Nietzsche? Dass niemand dem Menschen seine Eigenschaften gibt. Weder Gott, noch die Gesellschaft, noch seine Eltern und Vorfahren, noch er selbst. Und wo bleibt die Verantwortlichkeit des Menschen? Niemand ist dafür verantwortlich, dass er überhaupt da ist. Dass er so und so beschaffen ist. Dass er unter diesen Umständen, in dieser Umgebung ist. Die Fatalität seines Wesens ist nicht herauszulösen aus der Fatalität all dessen, was war und was sein wird. Aber gibt es denn keinen Sinn, keinen Zweck für den Menschen? Er ist nicht die Folge einer Absicht, eines Willens, eines Zwecks. Es ist absurd, sein Wesen in irgendeinen Zweck hin abwälzen zu wollen. Wir haben den Begriff Zweck erfunden. In der Realität fehlt der Zweck. Wenn das so ist, was hat es für Konsequenzen? Man ist notwendig. Man ist ein Stück Verhängnis. Man gehört zum Ganzen, man ist im Ganzen. Es gibt nichts, was unser Sein richten, messen, vergleichen, verurteilen könnte. Denn das hieße das Ganze richten, messen, vergleichen, verurteilen. Aber es gibt nichts außer dem Ganzen. Führt das den Menschen nun ins Nichts oder befreit es ihn? Dass niemand mehr verantwortlich gemacht wird. Dass die Art des Seins nicht auf eine Causa prima, auf einen ersten Grund zurückgeführt werden darf. Dass die Welt weder als Sensorium noch als Geist eine Einheit ist. Dies erst ist die große Befreiung. Damit ist erst die Unschuld des Werdens wiederhergestellt. Und welche Rolle spielt Gott in diesen Gedanken? Der Begriff Gott war bisher der größte Einwand gegen das Dasein. Wir leugnen Gott. Wir leugnen die Verantwortlichkeit in Gott. Damit erlösen wir die Welt. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Friedrich Nietzsche in geistiger Umnachtung. Am 25. August 1900 starb er. Falls Gott existiert, könnte er sagen: Nietzsche ist tot. Doch wäre diese unbestreitbare Aussage nur die halbe Wahrheit. Kein Philosoph des 19. Jahrhunderts besitzt heute mehr Aktualität als Friedrich Nietzsche. So schwierig der Umgang mit seinem Werk ist, so notwendig und fruchtbar ist er andererseits. Schwierig vor allem deshalb, weil sein Werk von den Nationalsozialisten missbraucht wurde. Nietzsche ist tot, aber höchst lebendig in den Köpfen seiner Leser.